Was ich jetzt so im Kopf habe, sind es auch die 40 Sprungstücks Eintümer, aber ich sage mal jetzt, bitte nicht darauf jetzt beziehen, in etwa 40 Sprungstücks Eintümer, was ich jetzt so im Kopf habe, und davon ist etwa die Hälfte abgeschlossen worden, 120 Verträge. Von der Fläche her, wie viel ist das jetzt? Das kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Ist aber jetzt auch nicht relevant, weil wir sollten jetzt darüber, sage ich mal, sprechen, was wir jetzt da wollen. Das ist es. Ja. Bitte. Was gibt es von einer Seite her für die Forderung? Bitte. Zuerst bitte an die Frage. Andreas, bitte. Ja, zum Abend. Ich meine, jetzt, das Thema ist ja doch ein längeres Thema schon. Und es ist schon nicht ganz unwesentlich, einmal zu wissen, um wie viel Fläche es sich handelt und wie viel Grundeigentümer es tatsächlich hat. 36 Hektar sind es in etwa. Und ja, ich meine, schaut ein bisschen eigenartig aus, wenn dann, wenn einmal, oder wenn du wirklich nicht sagen kannst, um was es tatsächlich das andere ist. Das ist deine Meinung jetzt. Ich kann das ja nicht vorstellen. Es geht alles bei der Meinung, dass wir festlegen, was wir drauflegen oder nicht. Das ist alles. Die Polemik ist jetzt nicht angebracht. Bitte. Ich glaube, dass das polemisch ist. Du die Frage nicht beantworten kannst, ist das dann politisch in so einer Sitzung. Das andere ist halt, es geht ja darum, um einmal Entschädigung oder Andersfall. Das ist das eine. Und das andere ist halt auch, ich meine, ich kann schon nachvollziehen, auch wenn sich ein Landwirt Sorgen macht, ja, muss man auch nachvollziehen können und verstehen. Ja. Wenn wir jetzt sagen, okay, du hast halt, die Einmalentschädigung sollte für 100 Jahre reichen. Ja. Im Gesetz des Falls, dass die Hochwasser so auftreten, wie wir sie jetzt schätzen. Wir wissen nicht einmal ansatzweise, wie das Wetter in den nächsten 10 Jahren ausschaut. Nicht einmal ansatzweise. Ja. Nirgends. Kann ich aber auch verstehen, dass dann einer sagt, ja, wie soll ich 100 Jahre vorausplanen? Ne? Das ist natürlich schwierig. Gut, gibt es noch weitere Worte, Maria? Ja. Darf ich da aufstellen, damit man weiß, wenn ich fertig bin? Zu den 36 Hektar vorausgeschickt, da verlasse ich mich dann, wenn wir da eine Antwort kriegen, wie viel Fläche schon abgelöst ist, dass die Bauern uns ja mitgeteilt haben, auch dass es zwei Drittel von diesen 36 Hektar noch nicht abgelöst sind, also der Großteil der Fläche einfach keine abgelöst ist. Gut. Im Juni 2013 wurde in der Gemeinderatssitzung von uns für dich gefordert, ein Pouvoir von 3 Euro, damit du quasi Verhandlungen führen kannst. Du hast gerade vorher gesagt, das Angebot der Bauern mit 10 Euro, dass das feststeht, ist quasi eine Frechheit, weil da gibt es keinen Spielraum, da hat man nicht mehr verhandeln können. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich in Gespräche gehe, Gesprächsprotokolle anfertige und dort hineingehe mit 1 Euro und ich habe auch keine Verhandlungsbasis nach oben, das funktioniert auf keinem Flohmarkt. Kann man gerne mal testen, wie hoch ein Flohmarkt am Sonntag, indem man hinübergeht und sagt, ich hätte das jetzt gern für 1 Euro. Wenn der sagt, er will 5 Euro haben, kann ich wahrscheinlich auf dem 1 Euro beharren, solange ich will. Ich werde dieses Ding meiner Begierde nicht bekommen. Das heißt, wir wollten dich ausstatten mit einem Pouvoir, das hast du damals abgelehnt mit deiner Fraktion. Das heißt, wir sind nicht so weit gekommen, dass es zu ehrlichen Verhandlungen gekommen ist. Weil Verhandlungen heißt, der eine bietet was, der andere macht einen anderen Vorschlag und irgendwann trifft man sich in der Mitte. Genau das, was du jetzt von den Bauern gefordert hast, war nicht möglich, dass wir dir im Vorfeld mitgeben. Gut, bleiben wir jetzt bei den Einzelgesprächen. Sehr oft, auch heute im Radio, hast du den Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2007 zitiert, wo drinnen steht, dass es eben da einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gibt, wo es auch um Enteignungen geht. Aus dem Zusammenhang gerissen, stimmt das. Nur ist es bis jetzt immer vergessen worden auszuführen, was noch in diesem Gemeinderatsbeschluss drinnen steht. Nämlich, dieser Gemeinderatsbeschluss gilt dann, wenn im Vorfeld alle Fraktionsführer zu den Verhandlungen in die Verhandlungen eingebunden sind. Ich weiß es von unserem und ich weiß es von Bernhard und ich weiß es von Herwig, dass keiner bei den Einzelgesprächen dabei war. Und bis zum Sonntag, wo wir jetzt das Angebot von Gernot gekriegt haben, haben wir eigentlich einen sehr mangelnden Informationsstand gehabt. Das heißt, die Einbindung war nicht gegeben. Zweitens steht da drinnen, und das ist eine ganz interessante Sache, faire und wertschätzende Entschädigung. Also wenn ich so weit auseinander bin mit dem, was sich die Liegenschaftseigentümer vorstellen, mit dem, was wir ihnen bieten, dann bin ich von wertschätzend zumindest einmal sehr weit entfernt. Dann ist in diesem Gemeinderatsbeschluss von 2007 die Rede davon, dass direkt nach dieser Sitzung, und ich meine, das ist jetzt 2007, das sind jetzt 6 Jahre, die Gemeinde beauftragt wird, Grundstücke außerhalb des Hochwasserbereiches aufzukaufen,
um dann, wenn es soweit ist, Tauschflächen den Grundstückseigentümern, die drinnen liegen, anzubieten. Es ist kein einziges Grundstück gekauft worden, außerhalb des Hochwasserbeckens, und es ist niemandem dezidiert ein Grundstück angeboten worden. Das ist für mich die Frage, inwieweit kannst du hier vom Gemeinderatsbeschluss berufen, der Enteignungen vorsieht, wenn alle anderen Punkte, die da drin stehen, nicht erfüllt worden sind. Was noch sehr verwunderlich ist, und wir haben heute nochmal nachgeschaut, sind die Vorschläge an mittelfristigen Finanzplänen. Jetzt stehen wir da in einer Sitzung, übermorgen ist die Wasserrechtsverhandlung, und es ist auch für nächstes Jahr nichts budgetiert. Du rechnest da von 1 Million bis 400.000 bis 200.000, die auf die Gemeinde zukommen, und es steht nichts drinnen in einem Voranschlag, das heißt, die Ernsthaftigkeit, irgendwem was zahlen zu wollen, die ist überhaupt nicht erkennbar, weil jetzt haben wir Dezember, der Voranschlag soll in einer Woche beschlossen werden, und es stehen keine Summen drinnen, die irgendwie Auskunft geben darüber, was gezahlt werden soll. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, nämlich nicht nur die Bürger, die unterhalb des Hochwasserschutzes Damms liegen und dort schon wohnen, haben durch den Hochwasserschutz eine Sicherung und eine quasi eine Wertsteigerung ihrer Objekte, sondern auch die Gemeinde. Wir reden nämlich von dem großen, von der Parzelle 1376, 1387 und 1375, die haben gesamt ein Ausmaß von 24.657 Quadratmeter im Bereich des jetzigen Sportplatzes. Wir haben dort schon seit Jahren ein Problem, dass wir nicht spielen dürfen. Diese Grundstücke werden automatisch, nicht automatisch, aber auf Beschluss des Gemeinderats im Antrag, im Anschluss, und das ist jederzeit möglich, zu wertvollem Bauland. Das heißt, wir haben dort mit einem Schlag als Gemeinde, wenn man von einem durchschnittlichen Wert in die Woche, und das kann man in dieser Lage durchaus rechnen, von 100 Euro ausgeht, auf einmal 2,4 Millionen Gewinn als Gemeinde. Damit lässt sich einerseits irgendwo unser Sportzentrum realisieren, wie du es draußen schon als Modell stehen hast, und andererseits lässt sich locker auf ein sportliches ein bisschen was weglegen für den Anlassfall, weil da brauchen wir es jetzt nicht gleich zahlen, und es lässt sich auch die 10 Euro damit realisieren. Gut, und jetzt kommen wir zu zwei Sachen, die mich sehr stutzig machen. Das verstehe ich nämlich wirklich nicht. Wir haben in der Gemeinderatssitzung in 6 Tagen, am 16., 12. zwei Tagesordnungspunkte drauf. Und da ist einerseits, kauft die Gemeinde um 20 Euro pro Quadratmeter ein Grundstück, das für irgendeine Straße dienen soll. Und jetzt kommt das Beste, wir verkaufen ein Hochwasserbecken, und zwar ein fast gesamtes, vorne beim Highway, aufgrund der Baudichte. Die Baudichte könnten wir mit Gemeinderatsbeschluss auch so erhöhen, aber wir verkaufen dort als Gemeinde ein Hochwasserbecken, nämlich um 45 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, wir als Gemeinde verlangen 45 Euro für einen Quadratmeter und dort zahlen wir nicht einmal Zähne. Das ist für mich sehr seltsam. Das ist ein neues Lied. Das sind öffentliche Punkte, das steht so auf der Tagesordnung drauf. Das sind öffentliche Punkte. Ich habe die Tagesordnung. Wir haben das, Entschuldigung, das ist ein Vorstand angelegt. Und das ist ein Vorstand, der Vorstand ist nicht öffentlich. Und du bringst da Dinge. Das ist nicht in Ordnung, Stefan. Die Gemeinderatssitzung im öffentlichen Teil, das darf ich sagen, bitte. Das ist der öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung. Das hängt draußen aus. Ich meine, das ist wieder eine blöde Ausrede. So, ist es schon. Die ÖVP bringt sich am längsten schon als treibende Kraft für den Hochwasserschutz ein. Wir sind die einzigen, die in der Vergangenheit jetzt bereits für die HQ10-Flächen eine. Darf ich jetzt fertig reden, weil deswegen stehe ich, damit ich mal fertig reden darf. Wir haben als einzige einen Vorschlag gebracht, gerade im Zusammenhang mit dem Neuenger Energiezentrum unten von unserer Seite auch abgeklärt, dass man in dem Bereich, der nicht mehr bewirtschaftbar ist, auch Turbobappeln anbauen könnte zur Energiegewinnung. Ist von uns schon vor einem Dreivierteljahr zur Sprache gebracht worden, ist nie weiterverfolgt worden von Seiten der Gemeinde. Wir wollen aber jetzt dann, und jetzt kommen wir dazu, die Zeit der vergangenheitsbezogenen Schuldzuweisungen abgelaufen. Wir brauchen diesen Schutz so rasch als möglich. Und unter diesem Augenschein bedanke ich mich jetzt einmal bei der Bauernschaft. Weil alles, was wir jetzt in dem letzten Jahr nicht zusammengebracht haben, weil wir null eingebunden waren, ist jetzt in letzter Minute von der Landwirtschaftskammer und von Martin Pitsch aufgearbeitet worden. Weil sonst hätten wir halt überhaupt keine Berechnungen und Zahlen da. Es liegt nämlich ein Angebot jetzt auf dem Tisch,
das in letzter Minute so gestaltet worden ist, damit es eben nicht mehr zum Verhandeln ist. Weil die hätten genauso einschreiben können, 12 Euro, 15 Euro wie in Gössendorf oder irgendwas anderes, dann hättest vielleicht du gesagt, ja, dann treffen wir uns bei 10 Euro. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, uns ist fair, aufgrund der Kürze der Abfolge der Sitzungen, die wir jetzt haben, angebunden. Jeder und in jeder Sitzung, die wir gehabt haben mit den Bauern, in der anderen Sitzung, die wir gehabt haben, hat jeder der Bauern immer bekundigt, sofort ein Tauschgrundstück zu nehmen. Er kriegt aber um den Preis keins. Das heißt, würde er die Wüste keiner bereichern, und das geht's, sondern sie wollen alle ihren Lebenserwerb weiter nachgehen. Und das ist in der Form wahrscheinlich sehr schwer möglich. Und genau wie es im Interesse liegt von den Menschen, die unterhalb wohnen, eine Rechtssicherheit zu haben, ist es im Interesse der Bauern, dass auch ihre Kinder eine Rechtssicherheit haben, dass sie später mal noch von dem leben können, für das sie arbeiten. Und unsere Vorgänger in der Gemeindepolitik, und da meine ich, da sind immer viele da, die haben eindeutig immer wieder Baubescheide erlassen, obwohl seit 100 Jahren bekannt ist, wo es Wasser abrennt. Das heißt, diese Häuser stehen, dafür bitte fertig rein, diese Häuser stehen alle dort, wo es jeder weiß. Und das heißt, Anfang dieses Jahrtausends waren zwei Hochwässer und spätestens seit damals ist es aktenkundig. In anderen Bundesländern, ich habe mir schon die Arbeit angetan, herauszusuchen, was das nach sich zieht, wenn es wieder eine Verzögerung gibt. Das ist eine Klagsflut und zwar gegen Bund, Land und Gemeinde, wenn wir das jetzt weiter verzögern, diesen Hochwasserschutz. Und im Anlassfall müssten wir dann eben, wie du gesagt hast, mit 600 Schadenersatzverfahren durch betroffene Lebenseigenschaftstümer rechnen. Und laut deinen Angaben auch ein Ausmaß bis zu 15 Millionen. Eine Verzögerung, und da sind wir einer Meinung, ist also grob fahrlässig. Genauso eine Verzögerung käme aber zustande, wenn wir heute hier keine Einigung erzielen. Und zwar nicht eine Einigung, die uns im Gemeinderat passt, sondern eine Einigung mit den betroffenen Grundstückseigentümern. Und ich habe mir da jetzt wirklich auch eine Arbeit angetan, die du gefordert hast, und vorher noch zwei Sachen. Am 25.11. in der Besprechung mit der Bauernschaft hast du nicht erwähnt, dass das HQ 10 teilweise abgelöst wird. Am 27.11. in der Bürgerversammlung hast du beauskunftet mit einem Strich über das Violette, alles wird abgelöst. Die Frage und für uns zum Mitarbeit ist für uns schon sehr schwer zu berechnen, wenn du einmal sagst, das wird abgelöst und einmal das wird abgelöst. Das ist einmal ganz schwer. Du hast auch dort beauskunftet, dass ein Einspruch gegen einen Enteignungsbescheid keine aufschiebende Wirkung hat. Das stimmt. Die aufschiebende Wirkung, sobald der Bescheid da ist. Und jetzt habe ich mir die Arbeit angetan und habe den Eisenbahnenteignungsgesetz, dem liegen nämlich alle Enteignungen zugrunde in Österreich, habe ich mir ein bisschen angeschaut. Und jetzt ist die Frage, wie lange dauert es, bis man so einen Enteignungsbescheid bekommt? Paragraph 11. Na, ist als erstes ein Verzeichnis für alle Enteignenden zu erstellen. Das wirst du ziemlich schnell zusammenbringen, weil das weißt du hoffentlich ja morgen oder nach der Wasserrechtsverhandlung, wer nicht unterschreibt. In § 14 muss dieses Verzeichnis in allen Gemeinden, das haben wir immerhin 2, 8 Tage zur Kenntnis gebracht werden und eine Frist zur Beeinspruchung bekannt gegeben werden. Da sind wir schon mal bei 2 bis 3 Wochen. In § 15 muss dann vom Verhandlungsleiter bekannt gegeben werden, die Erkenntnis daraus, und die muss wieder auf Tag aufgehängt werden in allen Gemeinden. Und dann kommt der für mich springende Punkt, in § 16 muss dann der Verhandlungsleiter noch einmal versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien herzustellen. Das heißt, wie lange so ein Einigungsverfahren dann noch einmal dauert, ist nicht näher ausgeführt, aber ich habe keine Höchstjudikatur gefunden. Dann, weil das Gebiet sich über mehrere Katastralgemeinden, was in dem Fall der Fall ist, Hasensdorf und Liebuch, erstreckt, müssen die Ergebnisse dem Landeshauptmann vorgelegt werden und der muss nach der Prüfung einen Bescheid erlassen. Und erst die dagegen eingebrachten Beschwerden und Einsprüche verzögern den Bau nicht mehr. Wir reden da also mindestens einmal, ich sage, von einem halben Jahr, wo wir wieder hinauszögern und keinen Hochwasserschutz haben. Wenn wir in der Zwischenzeit, Gott möge uns bewahren, überschwemmt sind, dann bin ich gespannt, ob wir nicht wieder schadensersatzpflichtig sind. Und jetzt kommt es, weil wir bei der anlassbezogenen Enteignung sind. In § 4 steht, die Verpflichtung, den Enteigneten für alle durch die Enteignung verursachten vermögensrechtlichen Nachteile schadlos zu halten. Und das spricht eindeutig für eine Entschädigung im Anlassfall. Vermögensrechtliche Nachteile. Und in § 5, bei der Ermittlung der Entschädigung, ist auch auf die Nachteile Rücksicht zu nehmen
und in § 6 wird auch auf die Verminderung des Wertes eingegangen. Und das beides, und das ist immer vermischt worden bis jetzt in der Präsentation, spricht eindeutig für die jetzige Bezahlung der Wertminderung. Weil diese Wertminderung ist jetzt immer vermischt worden mit der Entschädigung, wenn etwas passiert. Das ist vermischt worden, weil einerseits muss ich sie dafür entschädigen, im HQ 10, im HQ 30 und im HQ 100, dafür, dass jetzt das Hochwasserbecken da ist, weil sie den Grund nicht mehr verkaufen können, um den Preis, der jetzt üblich ist dort. Gut. Was ist der Preis jetzt, der üblich ist? Zwischen 5 und 7 Euro, wie der Sachverständige. Der Sachverständige hat das 2007 festgestellt und das ist, du bist Unternehmer, du musst, nein, lass mich bitte fertig reden, du musst wissen, als Unternehmer, es gibt noch immer Angebot und Nachfrage und wenn dort oben was verkauft wird jetzt und wenn dir keiner 10 Euro gibt oder wenn dir jemand 10 Euro gibt, dann kriegst du die 10 Euro. Und wenn es keiner hergibt für 10 Euro, dann gibt es keiner her für 10 Euro. Was ist denn das drüber, das gibt noch keinen. Ich mache jetzt noch eine Zusammenfassung. Zusammenfassend bestehen bei der derzeitigen und raumstehenden Enteignung zeitliche Probleme, aber vor allem Gerechtigkeitsprobleme. Ihr habt mir eh schon in einer Zeitung vorgelesen, dass ich Gerechtigkeitsfanatiker bin, dazu stehe ich auch, weil es darum geht, dass wir eine Gemeinde sind. Das hat schon das Wort Gemeinschaft in sich und wir sollten eigentlich schauen, dass wir alle mit einem zumindest blauen Auge aus dieser Verhandlung hinausgehen. Denn eine Minderheit, die gerne bereit ist, ihren Teil beizutragen, und das haben die Bauern bekundet, soll nun gänzlich für die Fehler der Vergangenheit büßen.